Dechuka Sandala, meine Freunde, es wird wieder einmal Zeit, euch ein paar sehr komische Fragen zu stellen. Warum haben die Wägen der Dunkelmond-Achterbahn eigentlich keine Sicherheitsgurte? Wie schmecken eigentlich Gesundheitssteine? Warum kann man das ganze Gold bei Harlan, dem Endboss von Freihafen, das da herumliegt, nicht einfach aufheben? Warum wird man von den Stanzern vor Hanska und Franzog nicht platt gemacht, auch wenn man sich direkt darunter stellt? Warum hat der Zauber Heilige Pein vom Priester im Heilungsspec keine Mana-Kosten, aber im Disziplinen-Spec schon? Halten Nachtelfen eigentlich immer die Ohren steif? Halten Mechagnome auch etwas von den inneren Werten? Ist die Vorstellung, dass Druiden in verschiedenen Formen Geschlechtsverkehr haben können, eigentlich bizarr? Warum hat Azeroth einen höheren Verschleiß an Kriegshäuptlingen als Draenor alternative Zeitlinien? Warum können Skelette bluten? Warum wird der Charakter bei Skills wie Kleve werfen eigentlich nicht entwaffnet, obwohl er ja seine eigene Waffe auf das Ziel schmeißt? Warum haben Schamanen nicht die Fähigkeit, Elementare kontrollieren? Warum sind es schnelle Windreiter, obwohl sie mit schwerer Rüstung ausgestattet wurden? Wenn es Mitternacht ist und man das Spielzeug Krug mit Sonnenerwärmt und Sand benutzt, ist es dann chronologisch gesehen 12 Uhr morgens oder immer noch Mitternacht? So, und das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir Video doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da, zeigt es euren Freunden und auch ja, denkt immer daran. Ist es heiß hier oder bin ich das? Ha, nur ein Witz. Natürlich bin ich das.